Servus und herzlich willkommen zurück. Ja, also es wird heute vermutlich ein etwas kürzeres Video werden. Es geht auch um tagespolitische Ereignisse, die überschlagen sich hier gerade, wo ich dieses Video aufnehme. Es ist ein absoluter Irrsinn. Deutschland verwandelt sich kontinuierlich in eine Drecksbananenrepublik. Es ist wirklich nicht auszuhalten, aber von Anfang an. Ihr habt es sicherlich gestern mitbekommen. Friedrich von Osterhal hat ja dazu schon bereits ein sehr schönes Video gemacht. Es geht um die Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten. Da hat nämlich der werte Herr Kemmerich die Wahl mit einer Stimme Vorsprung vor dem ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gewonnen. Und zwar mit den Stimmen der AfD. Ja, das ist natürlich ganz schrecklich, wenn die AfD ihre Stimmen frei nach eigenen taktischen Erwägungen verteilt und somit jetzt also einem FDP-Mann zum Wahlsieg verholfen hat. Ganz, ganz fürchterlich. Ja, also Wahlen sind schon was Tolles, aber nur wenn das rauskommt, was ich für richtig halte. Wenn die Leute anfangen, irgendwas anderes zu wählen. Buhu, buhu, ein Tabubruch, ein Tabubruch. So, und nein, ich übertreibe gerade nicht und ich dramatisiere auch nicht. Guckt euch auf Twitter um, was da für Reaktionen abgegangen sind. Meine Fresse, sind die Leute eskaliert, völlig geistesgestört. Da wurden dann auch wieder historische Vergleiche zu den Nazis gezogen. Ich blende euch einfach mal ein paar Beispiel-Tweets ein. Es ist ein völliger Irrsinn. Ja, also mal abgesehen davon, dass diese Vergleiche allesamt wirklich nicht mal mehr hinken, sondern einen Rollator benötigen, weil sie so an den Haaren herbeigezogen sind. Aber wirklich, liebe Linke da draußen, ich verstehe ja, dass ihr ideologisch bedingt Demokratie in Wirklichkeit scheiße findet, ja, dass ihr als Nachfolger der SED natürlich mit demokratischen Strukturen nichts am Hut habt. Das wundert mich alles nicht. Aber eigentlich hättet ihr jetzt zu akzeptieren, dass da jemand sitzt, von wem der gewählt wurde, ist in diesem Zusammenhang im Übrigen völlig irrelevant, dass da jetzt jemand sitzt, der nicht eurer Partei angehört, sondern der FDP. Man muss sich ja jetzt mal wirklich überlegen, mit diesem Herrn Kemmerich wäre jetzt jemand an der Macht, der nicht einem der politischen Ränder angehört. Keiner von der Linkspartei, keiner von der AfD, auch keiner von den selbsternannten Volksparteien, sondern einfach einer von einer kleinen, liberalen Partei, der, ich würde jetzt mal sagen, gesinnungsmäßig doch relativ nah an der Mitte der Gesellschaft steht. Das wäre eigentlich das Ausgleichendste, was diesem Bundesland hätte passieren können. Aber nein, um Gottes Willen, der arme Ramelow, der muss sich jetzt möglicherweise wieder einen Job suchen. Was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde jetzt seit gestern da ein Getose auf Twitter und sonstigen Plattformen losgelassen. Hier, und das Traurige ist, dass die ganzen etablierten Kräfte auch von den Volksparteien in dieses ganze Geweine und Gebrülle mit eingestimmt haben. Frau Merkel hat dann hier auch noch die Wahl als unverzeihlich bezeichnet, also unglaublich. Die ausgerechnet die Frau Merkel von der CDU, die CDU, die sich zu feige war, weil sie von der AfD hätte gewählt werden können, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Die haben den restlichen Parteien bei der Wahl das Feld überlassen, weil sie zu feige waren, das Risiko einzugehen, dass sie von der AfD gewählt werden. Wahnsinn. Also wirklich, wie gesagt, diese Volksparteien und vor allem die CDU mittlerweile ist an einem Punkt angekommen, wo ich einfach nur sagen kann, sorry, völlig wurscht, wie viel Übereinstimmung man mit dieser Partei hat. Diese Partei ist nicht mehr wählbar. Diese Partei hat genau wie die Linkspartei auch mittlerweile ein erhebliches Demokratiedefizit. Die raffen überhaupt nicht mehr, wie Demokratie funktioniert. Ja, mag sein, dass euch das in Berlin nicht gefällt, was die sich in Thüringen da jetzt zusammengewählt haben, aber ihr habt es gefälligst zu respektieren. Ein Tabubruch, das ist ein Tabubruch, hieß es jetzt seit gestern aus allen möglichen Kanälen. Was ist denn daran jetzt bitte ein Tabubruch, dass sich der Herr Kemmerich unter anderem auch von den AfD-Abgeordneten hat wählen lassen? Mal abgesehen davon, dass der Herr Kemmerich selber darauf ja überhaupt keinen Einfluss hatte, sondern dass er in erster Linie eine taktische Entscheidung der AfD-Abgeordneten war. Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Die Partei AfD, ich weiß, dass das für euch das Sinnbild für das Böse ist, aber diese Partei ist demokratisch gewählt worden, hat also wie jede andere in den Landtag gewählte Partei auch das Recht, sich an dieser Ministerpräsidentenwahl zu beteiligen. Sie haben ja auch vorher einen eigenen Kandidaten aufgestellt, den Herrn Kindervater, der ja dann zwei Wahlgänge lang auch
von den Leuten der AfD mitgewählt wurde. Und erst im dritten Wahlgang, wo also auch eine einfache Mehrheit für den neuen Ministerpräsidentenposten ausgereicht hätte, haben sich die Abgeordneten der AfD entschlossen, ihren eigenen Kandidaten zwar aufzustellen, ihnen aber keine Stimmen zukommen zu lassen, sondern ihre Stimmen geschlossen dem FDP-Kandidaten Kemmerich zuzuschustern. Ist das verboten? Keinesfalls. Es ist ein vernünftiges taktisches Manöver, wenn man einen linken Ministerpräsidenten an der Spitze Thüringens verhindern möchte. Und was soll man sagen? Das Kalkül ist aufgegangen. Und deswegen rasten die Linken gerade allesamt aus. Aber gut, ich nehme das Ergebnis jetzt an dieser Stelle mal vorweg. Es hat wieder mal funktioniert. Der Riesenshitstorm hat jetzt funktioniert. Herr Kemmerich gibt auf. Und ich habe hier so mal ein paar Artikel hier im Hintergrund geöffnet. Hier zum Beispiel ein Artikel aus der Welt. Hier stand 15.25 Uhr. Das ist jetzt gerade mal eine halbe Stunde alt, wo ich dieses Video hier aufnehme. Wo hier eben schon steht, 24 Stunden nach seiner Wahl steht Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich schon vor seiner Abdankung. Der FDP-Politiker kündigte nach Gesprächen mit der Parteiführung an, den Weg für Neuwahlen freizumachen. Thüringens neuer FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will sein Amt aufgeben. Die FDP-Fraktion will dafür einen Antrag auf Auflösung des Landtages stellen, um eine Neuwahl herbeizuführen. Kemmerich will damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen, hieß es in der Mitteilung der Thüringer FDP-Fraktion. Liebe FDP, damit habt ihr einen weiteren Sargnagel in eure Kleinstpartei geschlagen. Es ist wirklich ein Irrsinn, man muss sich das mal vorstellen. Jetzt hätte die FDP tatsächlich mal die Chance gehabt, zu beweisen, dass sie auch tatsächlich jetzt im Sinne eines bürgerlichen Lagers Verantwortung übernehmen können. Und aus Feigheit vor einem hysterischen linken Shitstorm, der paradoxerweise auch noch von CDU-Elementen mitgetragen wird, knicken die FDPler jetzt ein. Aber gut, das sind Liberale. Wie gesagt, also von Liberalen erwarte ich leider mittlerweile wirklich nicht mehr sehr viel. Die knicken hier offensichtlich schon bei kleinstem Gegenwind ein. Ja, die lassen hier alles platzen, bloß nicht irgendwen verschrecken. Ist völlig beknackt hier. Wir gehen mal weiter im Text. In einer kurzen Pressekonferenz in Erfurt am frühen Nachmittag sagte der neu gewählte Ministerpräsident, dass es kein politischer Fehler gewesen sei, die Wahl anzunehmen. In der Tat war es nicht. Es ist ein politischer Fehler, den Posten jetzt zurückzugeben, das sage ich ganz klar. Und ich werde jetzt hier mal den kompletten Artikel jetzt nicht vorlesen. Ich kann nur mal sagen, lest ihn euch gerne komplett durch. Ich verlinke euch dazu auch ein paar Artikel. Aber ich kann nur eines sagen, gerade von der Union wurde massiv Druck jetzt gemacht, eben die Wahl rückgängig zu machen. Und wenn es jetzt Neuwahlen geben sollte in Thüringen, kann ich nur eines sagen. Ich hoffe inständig, dass dieses Manöver seitens der Linkspartei und auch seitens der CDU, die das Ganze mitgetragen hat, dass sie das bei der nächsten Landtagswahl massiv in den Arsch beißen wird. Was macht man jetzt also mit diesem Ergebnis? Man verstärkt die Blockadehaltung gegen die AfD. Jetzt reicht es sogar schon, dass man von AfD-Abgeordneten gewählt wird, um hier eine Staatskrise auszulösen. Das ist ein absoluter Irrsinn. Man stelle sich jetzt mal vor, die Abgeordneten der AfD hätten im letzten Wahlgang Bodo Ramelow gewählt. Nur mal angenommen. Glaubt ihr vielleicht, der Herr Ramelow hätte aus Gewissensgründen oder sonst irgendeinem Scheiß sein Amt aufgegeben? Na ganz sicher nicht. Das ist doch der springende Punkt. Es geht hier nicht um hehre Ideale. Dieses Argument wird jetzt nur ins Feld geführt, weil jetzt jemand an die Macht gekommen wäre, der Linkspartei nicht in den Kram passt. Warum passt jetzt der Linkspartei nicht in den Kram? Nun ja, klar, die haben ja grundsätzlich eine gewisse Verachtung gegen das bürgerliche Lager, ist überhaupt keine Frage. Aber vor allem hat man die Linkspartei jetzt dort getroffen, wo es sie am meisten geschmerzt hat, nämlich bei der Vergabe diverser Posten in einer eventuellen Landesregierung. Man muss sich das mal vorstellen. Die Linkspartei hatte sich mit ziemlicher Sicherheit schon die ganzen Posten vor der Wahl gegenseitig zugeschanzt, schon ausgemacht, worum es eigentlich geht. Und dann kommt in letzter Sekunde der Herr Kemmerich und spuckt ihn in die Suppe, beziehungsweise er selber ja nicht, aber die Konstellation mit der AfD spuckt der Linkspartei in letzter Sekunde in die Suppe. Und in diesem Kontext lässt sich auch die
völlig anstands- und würdelose Reaktion seitens der linken Abgeordneten erklären, die dem Herrn Kemmerich den Blumenstrauß da vor die Füße schmeißt. Ein absoluter Wahnsinn. So wenig Anstand haben diese Leute in diesem Moment, dass sie nicht einmal einem Wahlsieger gratulieren können. Man stelle sich mal das umgekehrte Szenario vor. Bodo Ramelow wäre zum Ministerpräsidenten gewählt worden und Björn Höcke geht zu ihm hin und schmeißt ihm den Blumenstrauß vor die Füße. Was meint ihr, was am nächsten Tag in der Presse los gewesen wäre? Da hätte man die AfD berechtigterweise eines Demokratiedefizits bezichtigt und gesagt, also guckt euch die mal an, ja, so demokratisch sind die, die können das Ergebnis einer Wahl nicht akzeptieren und sondern benehmen sich so anstandslos. Hört man davon eigentlich irgendwas jetzt im umgekehrten Fall bei der Linkspartei? Nein, hört man nicht. Stattdessen wird hier auf einem Faktor rumgeritten, der absolut legitim ist, der legal ist, der überhaupt nichts Schlimmes darstellt, sondern der lediglich taktisches Wahlverhalten voraussetzt. Oh mein Gott. Aber ich merke schon, ich fange jetzt wirklich an, mich in Rage zu reden. Ich muss mich jetzt so ein bisschen zurücknehmen. Was bedeutet das jetzt also für uns? Wir werden in Thüringen demnächst eine Neuwahl haben. Das ist wohl unausweichlich. Herr Kubicki hat das wie folgt beschrieben. Die Erklärung der Minderheitskoalitionäre aus Linken, SPD und Grünen, Fundamentalopposition zu betreiben, schafft eine neue Lage. Es gäbe offensichtlich keine Mehrheit im Landtag in Erfurt jenseits der AfD. Neuwahlen werden damit unausweichlich. Ach ja, sehr amüsant. Gut, dann gibt es Neuwahlen. Und ich denke mal, ganz nach dem Demokratieverständnis von Linken und auch mittlerweile der etablierten Volksparteien, wird es einfach so lange gewählt werden, bis das Ergebnis rauskommt, das man gerne hätte. Das ist auf jeden Fall zu befürchten. Andererseits kann das Ganze natürlich auch eine Chance sein, denn wenn wir etwas schon feststellen durften, dann, dass gerade unter Björn Höcke die AfD ein massives Mobilisierungspotenzial hat und vor allem, dass sie aufgrund der aktuellen Geschehnisse im Grunde eigentlich auch die Fakten auf ihrer Seite hat. Die AfD behindert gar nichts bei dem demokratischen Prozess. Die völlig lächerliche Blockadehaltung aller anderen Parteien ist hier das Problem. Wenn man sich natürlich in Thüringen jetzt weiterhin weigert, mit der AfD zusammenzuarbeiten, weil man sie für antidemokratisch hält, was sehr amüsant ist, wenn das von Leuten kommt, die jetzt eine Neuwahl erzwingen wollen, weil ihnen das Ergebnis nicht passt, dann ist es halt auch einfach so, dass es schwierig wird mit der Regierungsbildung. Die AfD hat weit über 20% und ich verlasse mich an dieser Stelle auch in gewisser Weise darauf, dass die Unentschlossenen durch die Ereignisse, die jetzt hier gerade passieren, auch jetzt mal ein bisschen umgestimmt werden in Richtung der AfD. Weil sie erkennen, dass die AfD in diesem ganzen demokratischen Prozess nicht das Problem ist, sondern die lächerliche Blockadehaltung seitens der linken Einheitsfront, aber eben auch die Mutlosigkeit aus dem bürgerlichen Lager mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und ich sag mal so, sollte die AfD irgendwann mal an den Punkt kommen, an dem sie 30% hat oder noch mehr, dann wird das immer schlimmer werden. Es wird immer schlimmer werden für euch. Ihr müsst als Bürgerliche, also CDU und FDP, mal langsam euch mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr nicht ewig gegen die AfD werdet durchhalten können. Was wollt ihr denn machen? Wollt ihr euch wirklich mit den Kommunisten ins Bett legen? Wollt ihr das? Ich sag euch Nummer eins, wenn ihr das macht, ist das politischer Selbstmord. Mit den Kommunisten könnt ihr nicht sinnvoll zusammenarbeiten. Niemals. Niemals. Ihr werdet gnadenlos runtergebuttert. Aber bitte, ihr könnt es auch gerne mal ausprobieren. Macht euch da keine Illusionen. Kommunisten neigen nicht gerade dazu, mit Bürgerlichen und Liberalen zusammenarbeiten zu wollen. Zumindest nicht auf Augenhöhe. Aber naja, wir sparen uns das mal für wann anders auf. Mal sehen, wie das weitergeht. Ich werde das Ganze im Auge behalten. Es wird ja noch sehr, sehr interessant werden. Aber ich würde auch mal sagen, an dieser Stelle genug von mir. Ich bin ja sehr auf eure Meinung gespannt, wie ihr das seht. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich mal wieder. Wir sehen uns dann wieder in einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut. Passt auf euch auf. Servus und ciao. How far does the sky reach? I will strive to